Willkommen im achten Input-Video im Seminar Grammatik. Heute verlassen wir die Gefilde der Wortarten und damit auch der Wortebene und bewegen uns hin zur Syntax, zu den Einheiten oberhalb der Wortebene. Und heute kümmern wir uns um Konstituenten und Phrasen. Das hier sind die Literaturhinweise. Das ist die Literatur, die ich in diesem Video für Sie aufbereitet habe. Wir werden uns heute mit den Fragen beschäftigen, nach welchen Regularitäten syntaktische Einheiten gebildet werden, wie sich Satzglieder ermitteln lassen, wie Satzglieder binnenstrukturiert sind und was Rektion und Kongruenz sind und worin sie sich unterscheiden. Unser Ausgangspunkt für diese Fragen ist der folgende. Wir haben die elementaren Bausteine eines Satzes kennengelernt. Das sind die Wörter, die man aufgrund bestimmter Eigenschaften Wortarten zuordnen kann. Das haben wir in den letzten Videos umfangreich getan. Wir haben Wortarten danach unterschieden, ob sie deklinierbar oder konjugierbar sind oder gar nicht flektierbar und welche weiteren morphologischen und distributiven Eigenschaften sie haben. Und dabei sind wir auf so Wortarten gekommen wie Substantive, Adjektive, Verben, Adverbien, Partikeln und so weiter. Also die elementaren Bausteine eines Satzes. Es gibt nun allerdings auch sprachliche Einheiten oberhalb der Wortebene und wir wollen fragen, nach welchen Regularitäten diese Einheiten gebildet werden. Schauen Sie sich den folgenden Satz an, der von Uwe Johansson stammt: Holz splitterte zierlich unter den Raupenketten. Ich möchte Sie jetzt fragen, welche der folgenden Sätze der Grammatik des Deutschen entsprechen, beziehungsweise welche der folgenden Sätze sind wohlgeformt. Ich denke, wir können sagen, dieser Satz von Uwe Johansson ist ein wohlgeformter Satz des Deutschen. Wie sieht es mit denen hier aus? Raupenketten, den unter zierlich splitterte Holz. Unter zierlich Raupenketten splitterte Holz, den, dem Holz splitterte zierlich unter der Raupenketten. Holz zierlich splitterte unter den Raupenketten. Ich würde sagen, das sind alles keine wohlgeformten Sätze des Deutschen, obwohl sie, das war zumindest beabsichtigt, aus den gleichen Wörtern bestehen wie der Satz von Uwe Johansson. Mit diesem Sternchen wollen wir wieder nicht wohlgeformte Ausdrücke markieren. Und wenn wir jetzt schauen, wenn wir die Wörter in dem Satz von Uwe Johansson durchmischen und anders anordnen als in seinem Satz, dann setzen wir da in vielen Fällen ein Sternchen davor und sehen, dass sie nicht wohlgeformt sind. Wir können daraus schließen, dass die Bildung von Sätzen Regularitäten unterliegt, zumindest die Bildung von wohlgeformten Sätzen, und wir müssen uns fragen, welche das sind. Wir können uns auch fragen, in wie vielen verschiedenen Anordnungen kann man eigentlich diese Wörter in dem Satz von Uwe Johansson arrangieren? Also Holz splitterte zierlich unter den Raupenketten, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wörter. Wie viele Kombinationsmöglichkeiten dieser Wörter gibt es denn? Und da finden wir, das sind 6 Fakultätmöglichkeiten. Also 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 Möglichkeiten, das sind tatsächlich 720 mögliche Arrangements dieser 6 Wörter. Wie viele davon sind eigentlich wohlgeformt? Hier haben wir ein paar Möglichkeiten, wie man wohlgeformte Abfolgen kreieren kann aus diesen 6 Wörtern. Zierlich splitterte unter den Raupenketten Holz, zierlich splitterte Holz unter den Raupenketten, unter den Raupenketten splitterte zierlich Holz, unter den Raupenketten splitterte Holz zierlich, Holz splitterte unter den Raupenketten zierlich, splitterte Holz zierlich unter den Raupenketten und so weiter. Das ist eine ganze Reihe, aber es sind relativ zu den 720 möglichen Abfolgen dieser 6 Wörter
doch ziemlich wenige, die davon wohlgeformt sind. Wir können uns also fragen, wie sehen die Regularitäten aus, nach denen solche Wörter oder Worthaufen in wohlgeformter Weise anordnbar sind. Wir haben hier ein paar der wohlgeformten Anordnungen und ich habe Ihnen hier schon mal ein Wort hervorgehoben und wir können uns fragen, was haben diese Sätze, die hier wohlgeformt sind, gemeinsam, wo kann man hier eigentlich das zierlich positionieren? Wir haben es zweimal am Anfang, wir haben es zweimal am Ende und wir haben es zweimal mittendrin. Daraus können wir noch keine großen Verallgemeinerungen ableiten, aber anscheinend kann zierlich an verschiedenen Stellen stehen. Wie ist es mit Holz? Auch hier haben wir Holz zweimal am Ende, einmal am Anfang und dreimal mittendrin. Auch daraus können wir vielleicht eher weniger Generalisierungen anstellen darüber, wo Holz stehen muss, damit der Satz als Ganzes ein wohlgeformter ist. Hier sehen wir unter den Raupenketten. Hier können wir jetzt schon mehr sagen. Wir sehen, dass unter den Raupenketten tatsächlich immer in genau dieser Reihenfolge im Satz steht und dass der Satz dann auch wohlgeformt sein kann, wenn das der Fall ist. Das heißt, unter den Raupenketten bildet anscheinend eine Einheit und diese Einheit kann zwar auch an verschiedenen Stellen im Satz stehen, aber damit der Satz wohlgeformt ist oder dass der Satz wohlgeformt ist, könnte durchaus damit zusammenhängen, dass diese drei Wörter unter den und Raupenketten jeweils in genau dieser Reihenfolge darin vorkommen. Und wenn wir jetzt gucken, wo Splitterte steht, dann können wir für sich genommen darüber auch nicht viel sagen, aber wir haben schon gesehen, dass zierlich zum Beispiel an verschiedenen Stellen im Satz stehen kann. Wir haben gesehen, dass unter den Raupenketten an verschiedenen Stellen im Satz stehen kann, aber eben als Einheit, genauso wie zierlich. Und Holz kann auch an verschiedenen Stellen im Satz stehen. Und hier könnte uns jetzt schon auffallen, dass Splitterte in vielen der wohlgeformten Beispielen hier immer genau hinter einer dieser Einheiten steht, die am Anfang vom Satz stehen könnte. Mit anderen Worten, Splitterte steht hier mehrmals an zweiter Stelle hinter Elementen, die im Satz verschiebbar sind. Und hier in der Frage, das ist die einzige Frage unter den wohlgeformten Beispielsätzen, hier Splitterte Holz zierlich unter den Raupenketten, da erscheint das finite Verb nicht an der zweiten Position, sondern an der ersten Position. Da steht dann nichts davor. Was wir hier sehen, ist, oder ja, was wir hier gerade ausprobiert haben, das ist die syntagmatische Kombinierbarkeit der Elemente im Satz. Das heißt, zwischen diesen Elementen bestehen syntagmatische Beziehungen. Wir können das auch die horizontale Achse nennen. Und solche syntagmatischen Beziehungen zwischen Wortformen, die betreffen immer die Kombinationsmöglichkeiten oder ihre Kombinationsmöglichkeiten im Redefluss. Hier sehen Sie wieder eine Möglichkeit, die nicht besteht, unter den Raupenketten, Holz splitterte zierlich. Das ist kein wohlgeformter Satz und wir haben jetzt auch schon einen Hinweis darauf, warum das so sein könnte. Wir haben nämlich an der dritten Stelle hier das Verb splitterte und davor stehen zwei Elemente, die alleine auch vor dem Verb stehen könnten, nämlich Holz und unter den Raupenketten. Und wir können schon die These aufstellen, die Hypothese formulieren, dass die Tatsache, dass dieser Satz nicht wohlgeformt ist, was damit zu tun hat, dass hier zwei Elemente vor dem Verb stehen. Raupenketten splitterte zierlich Holz unter den ist ebenfalls nicht wohlgeformt und auch hier können wir jetzt schon die Hypothese formulieren. Das könnte was damit zu tun haben, dass die Kombination unter den Raupenketten nicht voneinander getrennt
werden darf. Wir schauen uns nochmal in einer anderen Weise nach Regularitäten um. Wir haben hier Holz splitterte zierlich unter den Raupenketten, leicht abgewandelt den Satz von Uwe Jonsson, und ich habe hier Holz ein bisschen abgesetzt. Jetzt schauen wir mal, wir können für Holz auch einsetzen, das dünne Holz splitterte zierlich unter den Raupenketten, und wir können dafür auch einsetzen, es. Es splitterte zierlich unter den Raupenketten. Und was wir an dieser Stelle ebenfalls für Holz einsetzen könnten, wäre sogar ein Satz. Wir können sogar einsetzen, was mir egal war, splitterte zierlich unter den Raupenketten. Wir können aber zum Beispiel nicht einsetzen, heute. Nämlich heute splitterte zierlich unter den Raupenketten. Was wir hier haben, ist eine paradigmatische Ersetzbarkeit. Wir haben neben dieser horizontalen Ebene der syntagmatischen Kombinationsmöglichkeiten auch eine vertikale Ebene, und das ist die Ebene der paradigmatischen Ersetzbarkeit. Also paradigmatische Beziehungen betreffen die mögliche Austauschbarkeit oder Ersetzbarkeit von Wortformen im Satzkontext. Und wir können sagen, das, wodurch hier Holz ersetzbar ist, das muss auch als Subjekt in diesem Satz fungieren können. Also das dünne Holz ist, was mir egal war. Diese Ersetzungen für Holz, die können alle als Subjekt fungieren. Heute kann nicht als Subjekt fungieren. Schauen wir, was wir hier noch paradigmatisch ersetzen können. Holz splitterte zierlich unter den Raupenketten. Für zierlich können wir auch ersetzen, Holz splitterte mit lautem Knarzen unter den Raupenketten oder ohne dass es zu hören war. Was wir aber nicht einsetzen können, wäre sowas wie Holz splitterte drücken unter den Raupenketten, Holz splitterte weil unter den Raupenketten oder Holz splitterte Tarzan unter den Raupenketten. Das, wodurch wir zierlich hier ersetzen können, das muss also als adverbiale Bestimmung fungieren können. Das muss die Funktion adverbiale Bestimmung ausfüllen können, und das kann eben zierlich, aber das kann auch eine komplexe Phrase wie mit lautem Knarzen oder sowas wie ohne dass es zu hören war. Und auch hier haben wir für unter den Raupenketten mögliche Ersetzungen: Holz splitterte zierlich unter den Raupenketten oder Holz splitterte zierlich in der Presse oder Holz splitterte zierlich da unten, aber nicht Holz splitterte zierlich ein Reh oder Holz splitterte zierlich hing oder Holz splitterte zierlich Tarzan. Hier können wir sagen, das, wodurch wir unter den Raupenketten ersetzen können, das muss ebenfalls als adverbiale Bestimmung fungieren können. Und das geht mit in der Presse und da unten, aber nicht mit ein Reh, hing und Tarzan. Wir können auch noch mehr ersetzen als diese einzelnen Wörter oder Wortgruppen. Schauen Sie sich das hier an. Wir können Holz splitterte zierlich unter den Raupenketten. Hier können wir diese ganze Sequenz splitterte zierlich unter den Raupenketten durch etwas anderes ersetzen. Zum Beispiel durch ist zierlich unter den Raupenketten zerborsten oder allein durch das Verb knarzte oder er schlug den Gärtner. Aber nicht durch gestern oder Tarzan. Also Holz gestern oder Holz Tarzan, das wäre kein wohlgeformter Satz des Deutschen. Das wäre ein wohlgeformter Satz von Tarzan, aber nicht der deutschen Grammatik. Deshalb können wir auch sagen, dass wodurch wir hier diesen ganzen Komplex splitterte zierlich unter den Raupenketten ersetzen können, das muss als Prädikat im Satz fungieren können. Und so haben wir jetzt also für jede Wortfolge eine syntagmatische Kombination und paradigmatische Ersetzungen, die möglich sind und unmöglich sind. Das heißt, was wir sehen, ist, dass Wörter syntagmatisch zu größeren Einheiten kombiniert werden, die dann syntaktische Funktionen im Satz einnehmen, zum Beispiel als Subjekt, als direktes Objekt, indirektes Objekt oder Präpositionalobjekt, als adverbiale Bestimmung, als Prädikativum, als Prädikat. Und diese Einheiten, die da kombiniert
werden können und ersetzt werden können, die heißen Satzglieder und die sind hauptsächlich über die paradigmatischen Ersetzungsbeziehungen erkennbar. So, jetzt die Frage, wie lassen sich solche Satzglieder ermitteln? Es gibt da ein paar Tests, die man anwenden kann, um, sagen wir mal, unkomplizierter und zuverlässiger, als ich das eben gezeigt habe, die Satzglieder ermitteln können. Und da gibt es zunächst einmal den sogenannten Fragetest. Der funktioniert so, dass Elemente, die ohne Rest und Doppelnennung erfragt werden können, Satzglieder sind. Der Beispielsatz wäre: Das dünne Holz ist zierlich unter den Ketten der Raupe zersplittert. So, welche Elemente können wir jetzt ohne Rest und Doppelnennung erfragen? Wir können zum Beispiel fragen: Wer oder was ist zierlich unter den Ketten der Raupe zersplittert? Die Antwort wäre: Das dünne Holz. Und das haben wir damit auch tatsächlich ohne Rest und ohne Doppelnennung erfragt. Und damit erweist sich das dünne Holz als Satzglied. Wir können auch fragen, wie ist das dünne Holz unter den Raupenketten zersplittert? Die Antwort wäre zierlich. Und auch das haben wir restfrei und ohne Doppelnennung erfragt, also ist zierlich ebenfalls ein Satzglied. Und wo ist das dünne Holz zierlich zersplittert? Unter den Raupenketten. Das ist deswegen auch ein Satzglied. Was wir nicht fragen können, ohne Rest- und Doppelnennung, ist, unter wem ist das dünne Holz zierlich zersplittert? Oder was tat das dünne Holz zierlich? Weil hier haben wir eine Doppelnennung. Unter würde in der Frage und in der Antwort vorkommen müssen. Unter wem ist das zersplittert? Unter den Raupenketten. Und was tat das dünne Holz? Hier hätten wir einen Rest, nämlich tat. Das kommt nicht vor im Satz. Das würde dann auch nur in der Frage vorkommen, hat aber kein Gegenstück im Satz. Das heißt, das Prädikat kann nicht erfragt werden und Teile von Satzgliedern können auch nicht erfragt werden, sondern nur ganze Satzglieder. Neben dem Fragetest gibt es auch den Ersetzungstest. Elemente, die ohne Rest durch Proformen, also durch Pronomen oder deiktische Adverbien ersetzt werden können, sind Satzglieder. Dieser Test wird auch Substitutionstest genannt. Und auch hier nehmen wir den Beispielsatz: Das dünne Holz ist zierlich unter den Ketten der Raupe zersplittert. Was können wir hier durch Proformen ersetzen? Wir können das dünne Holz durch es ersetzen, wir können zierlich durch so ersetzen und wir können unter den Ketten der Raupe mit darunter oder dort ersetzen. Und damit, also der Satz würde dann lauten: Es ist so darunter zersplittert oder dort zersplittert. Und damit erweisen wir wieder das dünne Holz zierlich und unter den Ketten der Raupe als Satzglieder. Was wir nicht sagen können, wäre das dünne S. Wir können also Holz nicht durch S ersetzen. Das S Holz können wir auch nicht sagen. Wir können also dünne auch nicht durch es ersetzen. Wir können auch nicht sagen, es dünne Holz ist. Das heißt, wir können auch das nicht ersetzen durch eine Proform. Wir können auch dünne Holz nicht ersetzen. Dann bekämen wir nämlich das S. Und wir können auch nicht das dünne durch es ersetzen, dann bekämen wir nämlich es Holz und das funktioniert auch nicht. Das wären nämlich alles nur Satzgliedteile, aber mit diesem Test kann man nur Satzglieder als Ganze ermitteln, deswegen ist es ja auch ein Satzgliedtest, also Ersetzungstest. Was wir auch nicht ersetzen können, ist: Das dünne Holz ist zierlich dort der Raupe zersplittert. Also was wir damit ersetzen wollen würden, wäre unter den Ketten. Aber unter den Ketten mag zwar in einem anderen Satz durchaus ein Satzglied sein, aber hier heißt das Satzglied unter den Ketten der Raupe. Und man kann nicht einfach unter den Ketten dort ersetzen
und der Raupe stehen lassen, weil der Raupe zu diesem Satzglied dazugehört als Genitivattribut. Deswegen funktioniert das auch nicht. Und das Prädikat kann auch nicht ersetzt werden. Daneben gibt es nun auch noch den Verschiebetest. Das heißt, Elemente, die ohne Rest gemeinsam verschoben werden können, sind Satzglieder. Dieser Satzgliedtest heißt auch Permutationstest. Unser Satz soll wieder lauten: Das dünne Holz ist zierlich unter den Ketten der Raupe zersplittert. Was können wir hier verschieben? Wir können zum Beispiel die Position von unter den Ketten der Raupe und zierlich tauschen. Das dünne Holz ist unter den Ketten der Raupe zierlich zersplittert. Damit können wir schon den Satzgliedstatus von beiden Elementen erweisen. Also unter den Ketten der Raupe und zierlich wären dann Satzglieder. Wir können auch zierlich ganz nach vorne in den Satz schieben und das dünne Holz hinter unter den Ketten der Raupe. Damit hätten wir relativ zum Ausgangssatz die Position von zierlich unter den Ketten der Raupe und das dünne Holz relativ zueinander verändert. Und das zeigt uns, dass alles drei Konstituenten, also Satzglieder, sind. Eine Verschiebung, die nicht möglich wäre, wäre zum Beispiel: Zierlich ist unter den Ketten das Holz der Raupe dünne zersplittert. Da sehen Sie, hier reißen wir durch Verschiebungen Satzglieder auseinander. Wieder zeigt sich, Satzgliedteile lassen sich nicht verschieben, Satzglieder als Ganze lassen sich verschieben. Der zuverlässigste Test oder der einfachste Test auch ist wahrscheinlich der sogenannte Vorfeldtest. Wir haben das bei der Klassifikation der Wortarten schon oft als distributives Kriterium angewendet. Elemente, die allein im Vorfeld stehen können, sind Satzglieder. Und wir nehmen wieder unseren Ausgangssatz. Das dünne Holz ist zierlich unter den Ketten der Raupe zersplittert. Was kann da vorne stehen? Das dünne Holz kann da stehen. Das Vorfeld ist übrigens die Position direkt vor dem finiten Verb in einem deutschen Aussagehauptsatz, also vor dem Ist in diesem Fall. Dort steht schon im Ausgangssatz das dünne Holz, deshalb ist das ein Satzglied. Dort kann zierlich stehen, deshalb ist das auch ein Satzglied. Dort kann unter den Ketten der Raupe stehen, das ist auch ein Satzglied. Dort kann nicht stehen, unter den Ketten ist zierlich das dünne Holz der Raupe zersplittert. Dieser Satz würde etwas anderes bedeuten. Der Raupe ist ein Attribut zu Ketten und deshalb, und ein Attribut ist ein Satzgliedteil und deshalb darf dieser Teil da nicht alleine stehen bleiben. Der muss, wenn überhaupt, mit ins Vorfeld gezogen werden, wie in dem Beispiel darüber. Unter den Ketten der Raupe müsste das lauten. So, jetzt können wir aber noch mehr ins Vorfeld ziehen, nämlich: Zierlich unter den Ketten der Raupe zersplittert ist das dünne Holz. Wir können diesen ganzen Komplex, der hier in unserem Ausgangssatz hinter dem finiten Verb steht, können wir nach vorne ins Vorfeld ziehen. Und auch nur Teile davon, aber auch nicht beliebige. Unter den Ketten der Raupe zersplittert ist das dünne Holz zierlich. Damit erweisen wir diese größeren Einheiten auch als Satzglieder. Und das letzte Beispiel, wir können sogar das Partizip 2 nach da vorne ziehen. Zersplittert ist das dünne Holz zierlich unter den Ketten der Raupe. Was sollen wir damit machen? Sie sehen hier, wir haben hier als Satzglieder Elemente, die verschieden groß sind. Und das hier, unter den Ketten der Raupe zersplittert, ist ja zum Beispiel auch nur ein Teil von zierlich unter den Ketten der Raupe zersplittert. Und das sollen beides Satzglieder sein. Und zersplittert alleine ist ebenfalls ein Satzglied. Was sollen wir daraus machen? Wir können das so darstellen. Ich habe das hier mal in eine Klammerstruktur reingebracht. Das dünne Holz ist zierlich unter den Ketten der Raupe zersplittert. Das dünne Holz ist das Subjekt. Ist
ist ein finiter Prädikatsteil, Prädikat finit. Zierlich ist eine adverbiale Bestimmung. Unter den Ketten der Raupe ist ebenfalls eine adverbiale Bestimmung. Das hier wäre eine modale, das hier wäre eine lokale. Und zersplittert ist der infinite Teil des Prädikats. Wir können jetzt hier eine Konstituentenstruktur oder eine Satzgliedstruktur drüber bauen. Und diese Satzgliedstruktur wird dann besser ersichtlich als in der Klammerstruktur, die ich hier angeführt habe. Also, wir haben gesehen, zersplittert kann alleine im Vorfeld stehen. Das ist also eine Konstituente. Zersplittert ist das dünne Holz zierlich unter den Ketten der Raupe. Wir haben auch gesehen, zersplittert kann zusammen mit unter den Ketten der Raupe auch im Vorfeld stehen. Das muss also auch zusammen mit der adverbialen Bestimmung hier ein Satzglied bilden können. Deshalb kann man hier die unter einem Dach zusammenfassen. Ich habe hier ein Fragezeichen hingemacht, weil wir noch nicht wissen, wie wir dieses Satzglied dann nennen sollen. Und wir haben aber auch gesehen, dass die zusammen mit zierlich ins Vorfeld wandern können. Also zierlich unter den Ketten der Raupe zersplittert ist das dünne Holz. Und deshalb müssen die auch unter ein gemeinsames Dach gebracht werden können. Wie wir das Dach nennen, lasse ich auch erstmal offen. So, und das zusammen bildet dann sowas wie ein komplexes Prädikat, ist zierlich unter den Ketten der Raupe zersplittert. Ich habe den finiten Prädikatsteil hier dunkel hinterlegt, weil der selbst nicht verschiebbar ist, sondern das ist sowas wie die Drehscheibe, um die herum die anderen Elemente verschiebbar sind. So, und zusammen mit dem zusammengesetzten Prädikat, der hier alles enthält, bildet das Subjekt den Satz. Dieses Dach hier können wir als Satz benennen. Und so sähe dann die Satzgliedstruktur dieses Satzes aus, so wie unsere Satzgliedtests das erwiesen haben. Beschäftigen wir uns jetzt mit der Frage, wie Satzglieder, wir nennen sie auch Konstituenten oder Phrasen, wie Satzglieder binnenstrukturiert sind. Satzglieder sind, ich glaube, das konnten Sie jetzt an unseren Tests in den vorangegangenen Illustrationen gut erkennen, die größten syntaktischen Einheiten innerhalb der Einheit Satz. Aber diese Satzglieder sind selbst nochmal binnenstrukturiert, also in sich selbst strukturiert und nicht willkürliche Wortfolgen. Das sehen Sie zum Beispiel hier an dem Satzglied, an der Phrase, an der Konstituente unter den Ketten der Raupe. Auch dieses Satzglied hat eine Struktur, das können Sie daran erkennen, dass auch die Wörter darin nicht willkürlich anordnenbar sind. Den unter Raupe Ketten der, unter der Raupe den Ketten der Raupe unter, das sind alles keine wohlgeformten Strukturen. Und dabei, wie jetzt Satzglieder binnenstrukturiert sind, dabei spielt die sogenannte Rektion eine wichtige Rolle. Ein Element einer Konstituente oder Phrase oder auch eines Satzglieds regiert andere Konstituenten oder Phrasen, wenn sie Kraft ihrer Paradigmenkategorie deren grammatische Merkmale festlegt. Können wir das irgendwie illustrieren? Ja, wir können das an einer Präpositionalphrase illustrieren. Wir sehen, dass in einer Präpositionalphrase wie unter den Ketten die Präposition unter eine nominale Konstituente im Dativ regiert. Also, wenn Sie unter haben, brauchen Sie dafür eine nominale Konstituente im Dativ. Und die Präposition unter, die determiniert sozusagen den Dativ dieser nominalen Konstituente. Wir können das auch so formulieren: Eine Präpositionalphrase hat eine Präposition als regierenden Kopf. Den Kopf habe ich hier weiß unterstrichen. Und regiert werden von so einer Präposition
in einer Präpositionalphrase, meistens Nominalphrasen, manchmal aber auch andere Präpositionalphrasen und manchmal auch Sätze und Adverbien. Also unter den Ketten, da sehen Sie, wie eine Nominalphrase regiert wird, in bis auf, also bis auf die Grünen, sehen Sie, dass auch eine andere Präpositionalphrase von einer Präposition regiert werden kann. In außer dass ich sie schon mal gegessen habe, sehen Sie, dass auch ein Satz von einer Präposition regiert werden kann. Und in ab jetzt sehen Sie, dass ein Adverb ebenso von einer Präposition regiert werden kann. Rektion finden wir auch in allen anderen Phrasentypen, zum Beispiel in der Nominalphrase. Wie der Name schon andeutet, ist in einer Nominalphrase das Nomen der Kopf. Das sehen Sie hier in der Definition. Eine Nominalphrase hat ein Nomen oder Pronomen als regierenden Kopf und regiert werden Adjektive, Genitiv-NPs, Präpositionalphrasen und Sätze. Also zum Beispiel das Holz des Baums. Da sehen Sie hier, der Kopf ist Holz und dieses Kopfnomen regiert ein Substantiv im Genitiv, nämlich des Baums. Das Holz im Wald, da wird eine Präpositionalphrase von Holz regiert und in das Holz, das brennt, da wird ein Relativsatz regiert. Hier oben sehen Sie in das dünne Holz, hier regiert Holz ein Adjektiv und einen Artikel und zwar hinsichtlich der Kategorie Genus, nämlich mit der Ausprägung Femininum. Wir hatten ja Rektion so definiert, dass ein Element einer Konstituente eine andere Konstituente regiert, wenn sie deren grammatische Merkmale festlegt. Hier bei dem das Holz des Baumes ist es der Kasus vom Substantiv Baum, der regiert wird. Und hier bei das dünne Holz ist es das Genus von dünne und von das, die hier von dem Nomen regiert werden. Eine Adjektivphrase hat ein Adjektiv als regierenden Kopf und das Adjektiv kann Gradpartikeln regieren, Präpositionalphrasen oder Nominalphrasen. Also sehr stolz, da wird das sehr regiert, in ihm ähnlich, da wird das Nomen im Dativ regiert, es wert sein, da wird das Pronomen es im Akkusativ regiert und seiner mächtig, da wird eine Nominalphrase hier in Form eines Pronomens im Genitiv regiert. Hier auf der linken Seite sehen Sie, wie stolz eine Präpositionalphrase regiert, die mit auf eingeleitet wird. Es gibt auch Adverbphrasen und Sie kennen das Spiel. Die hat ein Adverb als regierenden Kopf und auch hier können Gradpartikeln, Präpositionalphrasen oder sogar andere Adverbien regiert werden. In dort unter der Kette regiert das Adverb dort eine Präpositionalphrase, hier eine lokale Präpositionalphrase. In sehr schnell wird eine Gradpartikel regiert und in hier oben wird ein anderes Adverb regiert. Und dann gibt es auch noch die Verbalphrasen. Die sind dafür verantwortlich, dass man ganze große Prädikatskomplexe verschieben kann. Der Kopf einer Verbalphrase ist natürlich ein Verb und regiert werden hier vor allem NPs im Genitiv, NPs im Dativ, NPs im Akkusativ, Präpositionalphrasen. Also zum Beispiel sich seiner erbarmen, Genitiv ihm vertrauen, Dativ ihn sehen, Akkusativ auf es hoffen, Präpositionalphrase es ihm geben. Da haben wir ein Beispiel dafür, dass sowohl eine NP im Dativ als auch eine NP im Akkusativ regiert werden. Hier in unserem Beispiel auf der linken Seite sehen wir das Protestieren
eine Präpositionalphrase regiert, die mit für oder gegen eingeleitet ist. Hier haben wir jetzt ein paar Phrasen in der Zusammenschau. Die Köpfe sind jeweils unterstrichen und wir sehen, der Kopf regiert jeweils abhängige Phrasen oder Phrasenteile und dadurch entstehen größere Einheiten. Ja, die Präposition regiert eine Nominalphrase und dadurch entsteht eine Präpositionalphrase. Das Verb regiert eine Präpositionalphrase, wo ja wiederum die Präposition eine Nominalphrase regiert und dadurch entsteht eine ganze Verbalphrase. Und in einer Nominalphrase sieht das ähnlich aus. Die kann man auch theoretisch noch weiter zerlegen. In der Adjektivphrase sehen Sie, wie das Adjektiv stolz eine Präpositionalphrase regiert und in der regiert wiederum eine Präposition, eine Nominalphrase und daraus entsteht eine große Einheit einer Adjektivphrase. Der Kopf prägt hier immer den Charakter der Phrase als Ganzes und ist auch nach dessen Kategorie benannt. Hier sehen Sie das unter den Ketten der Raupe. Da ist eine komplexe Nominalphrase, also mit einem Nomen, das wiederum ein NP regiert, eingebettet in eine Präpositionalphrase, die von einer Präposition regiert wird. Und so können Sie komplexe Strukturen aufbauen. Das funktioniert mit Köpfen und mit Rektion und diese Rektionseigenschaften der einzelnen Elemente, die sind verantwortlich für die Wohlgeformtheitsbedingungen innerhalb von Satzgliedern, also für die Binnenstruktur von Satzgliedern, von Konstituenten und von Phrasen. Man kann das jetzt auch in so einer Baumstruktur darstellen. Das ist eine andere Darstellungsweise für die Klammerung auf der rechten Seite. Wir haben unter den Ketten der Raupe. Da ist das ein bisschen übersichtlicher dargestellt und gelb markiert in dem Baum habe ich jetzt den Kopf der gesamten Präpositionalphrase. Das ist die namensgebende Präposition unter. Hier können wir auch die Adjektivphrase in einer Baumstruktur darstellen, auch wieder mit dem Adjektiv als Kopf. Und so können wir unseren ganzen Satz von eben in dieser Weise nochmal darstellen. Das dünne Holz ist zierlich unter den Ketten der Raupe zersplittert. Hier sehen Sie, wir können jetzt auch die Dächer, die wir eben noch nicht benennen konnten, die können wir jetzt benennen. Das sind nämlich unterschiedliche Schichten einer Verbalphrase. Ja, zierlich unter den Ketten der Raupe zersplittert ist das dünne Holz. Das wäre also die größte Form der Verbalphrase. Die können wir ins Vorfeld verschieben. Und deshalb ist das Ganze eine Konstituente oder nur unter den Ketten der Raupe zersplittert. Dann würden wir dieses Dach hier und die Struktur abwärts davon rechts runter verschieben. Oder wir können auch nur diese Schicht der Verbalphrase verschieben. Wir können auch nur die PP verschieben und wir können sogar auch nur das Verb verschieben. Und hier erkennen Sie jetzt auch die syntaktischen Funktionen wieder. In der NP der Raupe finden Sie ein Genitivattribut. In dieser PP hier unter den Ketten der Raupe finden Sie die adverbiale Bestimmung wieder. Unter zierlich, unter dieser Phrase finden Sie auch eine adverbiale Bestimmung wieder. Hier unter der VP, unter der größten Form der VP, finden Sie das Prädikat wieder. Und in dieser NP hier finden Sie das Subjekt wieder. Das heißt, wir haben hier diese Phrasenstruktur oder Konstituentenstruktur, Satzgliedstruktur auf Basis von formalen Kriterien ermittelt mit unseren Tests, vor allem mit dem Vorfeld und dem Verschiebetest
Fragetest. Und hier in gelb markiert haben wir die syntaktischen Funktionen dieser Elemente, die vor allem auf paradigmatischen Ersetzungsrelationen beruhen. Wir können jetzt mit einem weiteren Test auch noch andere Elemente in einem Satz erfragen oder diagnostizieren. Elemente, die nämlich weggelassen werden können, können Konstituenten oder Phrasen sein. Nehmen wir jetzt nochmal: Das dünne Holz ist zierlich unter den Ketten der Raupe zersplittert. Sie werden sich vielleicht fragen, warum ich jetzt mit diesem nächsten Test ankomme. Sie werden es gleich sehen, das hat seine Bewandtnis. Der Punkt ist, wir können hier weglassen zum Beispiel dünne. Das Holz ist unter den Ketten gesplittert. Das ist ein wohlgeformter oder zersplittert. Das ist ein wohlgeformter Satz. Und hier können wir dünne und zierlich und der Raupe weglassen. Das können also Konstituenten oder Phrasen sein. Wir können auch weglassen unter den Ketten der Raupe. Was wir nicht weglassen können, ist den Ketten der Raupe. Das dünne Holz ist zierlich untergesplittert. An der Tatsache, dass wir hier dünne löschen können oder auch nur der Raupe, sowohl nur der Raupe löschen können, als auch unter den Ketten der Raupe, daran erkennen Sie auch das Problem des Eliminierungstests. Es können nämlich dabei mehrere Konstituenten auf einmal weggelassen werden, die zusammen keine einzelne Konstituente bilden. Zum Beispiel das dünne könnte man auch weglassen. Das dünne, Holz ist zierlich unter den Ketten der Raupe zersplittert. Kann man weglassen, ist immer noch ein wohlgeformter Satz. Aber was man da weggelassen hat, nämlich das dünne, bildet keine Konstituente. Hier führt der Test in die Irre. Ergänzungen des Verbs, also solche, die von der Valenz des Verbs gefordert sind, die sind trotz Konstituentenstatus, das heißt, die sind immer Satzglieder, nicht weglassbar. Wir können zum Beispiel das dünne Holz nicht weglassen. Dann würde auch ein nicht wohlgeformter Satz resultieren. Und das heißt, hier werden vor allem Attribute und adverbiale Angaben erfragt oder ermittelt mit diesem Eliminierungstest. Und das ist ein Problem, denn Attribute sind ja nicht Satzglieder, sondern nur Satzgliedteile. Adverbiale Angaben sind Satzglieder. Da funktioniert der Test. Deshalb muss man bei der Anwendung des Eliminierungstests sehr vorsichtig sein. So, damit möchte ich nochmal zu Rektion und Kongruenz kommen. Wir haben schon die Rektion kennengelernt, ein Element einer Konstituente oder Phrase, nämlich deren Kopf, regiert andere Konstituenten, Phrasen, indem sie grammatische Merkmale davon festlegt. Wir haben das gesehen, die Präposition unter regiert eine nominale Konstituente im Dativ und das ist hier in dem Fall eine Nominalphrase und innerhalb der Nominalphrase regiert das Nomen, das Genus des Artikels, nämlich das Femininum. Das ist Rektion. Jetzt schauen wir uns dagegen Kongruenz an. Die ist folgendermaßen definiert: Ein Element einer Konstituente oder Phrase kongruiert mit einer anderen Konstituente oder Phrase, wenn sie in mindestens einem grammatischen Merkmal mit deren grammatischer Auftretensform übereinstimmt. Was machen wir daraus? Schauen wir uns die gleiche Präpositionalphrase an. Hier haben wir eingebettet die NP, den Ketten. Dieser Dativ hier von Ketten, der ist regiert
von der Präposition unter, aber der Artikel, der muss in Kasus und Numerus sich nun nach der Auftretensform von Ketten richten. Und das heißt, in diesem Fall kongruiert der Artikel in Kasus und Numerus mit Ketten. Hier haben Sie auf der linken Seite die Rektion in dieser Präpositionalphrase und auf der rechten Seite die Kongruenz. Gucken wir uns eine Nominalphrase an. Auch hier haben wir ein Rektionsverhältnis. Das Holz bestimmt, regiert das Genus von dünne und das. Und auf der anderen Seite kongruieren dünne und das in Kasus und Numerus mit Holz. Das Genus ist ja eine inhärente Kategorie des Nomens und deshalb handelt es sich dabei um Rektion. Kasus und Numerus richten sich nach anderen Kriterien. Hier handelt es sich deshalb um Kongruenz. Hier sehen Sie wieder auf der linken Seite die Rektionsbeziehung und auf der rechten Seite die Kongruenzbeziehung. Hier haben Sie Kongruenz und Rektion nochmal nebeneinander gestellt. So, schauen wir uns Kongruenz vor allem noch ein bisschen näher an. Wir haben hier einen Beispielsatz, den hatten wir schon mal. Die gefährlichen Mutanten beunruhigen eine Epidemiologin. Ein ungrammatischer Satz wäre zum Beispiel, der gefährliches Mutante beunruhigen eine Epidemiologinnen. Warum ist das nicht wohlgeformt? Nämlich aus Rektions- und Kongruenzgründen. Hier haben wir wieder den wohlgeformten Satz und wir sehen, dass bei die gefährlichen Mutanten alle drei Wortformen den Nominativplural Femininum repräsentieren und bei eine Epidemiologin repräsentieren der Artikel und das Nomen den Akkusativsingular Femininum. Und jetzt können wir hier erkennen, dass es sich bei die gefährlichen Mutanten, da haben wir es zweimal mit Kongruenzbeziehungen zu tun. In Kasus und Numerus kongruieren die und gefährlichen mit Mutanten. Und was das Genus betrifft, regiert Mutanten gefährlichen und die, was das Genus Femininum betrifft. Und genauso bei der anderen Nominalphrase, eine Epidemiologin. Hier kongruiert der indefinite Artikel mit dem Nomen in Kasus und Numerus und das Nomen regiert das Genus des indefiniten Artikels. Jetzt können wir auch sehen, warum wir hier eine nicht wohlgeformte Struktur haben, in der gefährliches Mutante beunruhigen eine Epidemiologinnen. Nämlich, weil wir hier zwar möglicherweise eine Kongruenz im Nominativ Singular haben, aber die Rektion stimmt nicht. Mutante muss als feminines Nomen auch ein feminines Adjektiv und einen femininen Artikel regieren. Den haben wir hier aber nicht. Und das Gleiche bei der anderen NP. Nein, nicht das Gleiche, sondern hier haben wir zwar die Rektion eines femininen Artikels, aber wir haben ein Mismatch sozusagen bei der Kongruenz. Singular und Plural kongruieren nämlich nicht miteinander. Daran sehen Sie, wie die Binnenstruktur von Satzgliedern, von Konstituenten, von Phrasen, nämlich die gefährliche Mutante und eine Epidemiologin sind jeweils Satzglieder, wie diese Satzglieder in ihrer Binnenstruktur von Rektion und Kongruenzbeziehungen abhängen. So, jetzt ist es so, dass in unserem Beispiel die gefährlichen Mutanten, diese Nominalphrase, dass die als Subjekt in diesem Satz fungiert und eine Epidemiologin fungiert als Objekt. Woher wissen wir das?
Nun, wir haben noch eine weitere Form von Kongruenz vorliegen. Wir haben nämlich mit beunruhigen ein Verb der dritten Person Plural vorliegen. Und wir können auch sagen, dass es sich bei der NP die gefährlichen Mutanten ebenfalls um nominale Elemente der dritten Person handeln. Wenn wir davon sprechen wollen, dass Nichtpronomen auch eine Person-Information haben, ich bin sehr dafür, das zu tun, denn erste und zweite Person, das sind die werden fast immer pronominal ausgedrückt. Ich, wir, du und ihr. Dritte Personen werden, er, sie, es, können auch pronominal ausgedrückt werden, aber eben auch mit vollen Nominalphrasen. Und deshalb würde ich sagen, dass es sich bei die gefährlichen Mutanten um eine Nominalphrase handelt in der dritten Person. Und jetzt sehen wir, dass das finite Verb in seiner Auftretensform hier in Person und Numerus mit die gefährlichen Mutanten kongruiert. Und daran erkennen wir, dass es das Subjekt ist oder dass diese Nominalphrase das Subjekt ist. Das Subjekt im Deutschen trägt nämlich Nominativ und kongruiert in Person und Numerus mit dem finiten Verb. Das wäre anders, wenn wir den Satz umformen, nämlich die gefährlichen Mutanten beunruhigt eine Epidemiologin. Das ist kein Schwachsinn, wenn wir jetzt Mutanten im Sinne von Fantasy und Horror interpretieren, dann ist es eine Epidemiologin, die diese Mutanten zur Unruhe bringt. Dann sehen wir, dass sich die Kongruenz des finiten Verbs geändert hat. Wir haben es nämlich jetzt mit einer Form der dritten Person Singular beim Verb zu tun. Und das heißt, jetzt kongruiert das finite Verb mit der NP eine Epidemiologin und damit ändert sich auch die Struktur des Satzes dahingehend, dass die Epidemiologin jetzt Subjekt ist und die gefährlichen Mutanten Objekt. Das soll es für heute gewesen sein mit Satzgliedern, Konstituenten und Phrasen. Ich danke Ihnen wieder einmal für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.